Hallo und herzlich willkommen zu Tag 50. Und ja, die Hälfte von 100 ist geschafft. Und ich muss sagen, ich fühle mich mittlerweile wirklich als Veganer. Ich hatte am Anfang des Videos, am Anfang der Videoreihe ja gesagt, ich bin gespannt, wann das so losgeht mit dem Veganer und so weiter. Und das war ein fließender Übergang. Und vor uns ist mir eben nochmal bewusst geworden, ja, ich fühle mich als Veganer. Ja, ich bin ein Veganer mit einer Vitamin D3-Lampe in der Hand. Ja, also auf jeden Fall, ja, also das muss ich auf jeden Fall mal sagen, also, weil das wirklich so ein Schnittpunkt für mich ist. Nicht nur, weil jetzt Tag 50 ist, sondern gestern habe ich mich sicherlich auch schon als Veganer gefühlt, aber ich habe das jetzt erstmal für mich realisiert. Ich bin ein Veganer und ja, ich glaube auch nicht mehr, dass ich in absehbarer Zeit zurückfallen werde, weil ich habe bisher nichts vermisst und ich habe nur dazu gewonnen. Und ja, also wenn ich manchmal in anderen, wir kommen gleich zu der Lampe, wenn ich manchmal in anderen YouTube-Kanälen lese und Leute, die angefangen haben, die machen sich immer so viele Gedanken darüber, auf was sie verzichten müssen. Und ich habe das auch schon in meinem Video erwähnt. Das ist wirklich total falsch. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, auf was ich verzichten muss. Wenn ich damit konfrontiert wurde, wie zum Beispiel mit der hähnischen Bude, dann geht es im Kopf. Aber ansonsten habe ich mir nie Gedanken gemacht, weder im Vorfeld noch in den ersten Tagen, auf was ich verzichte. Sondern ich habe immer den Fokus gelenkt, was ich essen kann, wie ich das Essen zubereite, was das Essen für Vitamine und Mineralstoffe hat. Alles solche positiven Gedanken und nicht nur im Sinne von gut, positiv, sondern Dinge, das habe ich wie gesagt am Anfang schon mal in einem Video ausführlicher erwähnt, sondern Sachen, die tatsächlich da sind, auf die ich mich konzentrieren kann und nicht das, was wegfällt. Also von daher, ja, der Tipp an angehende Veganer, aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz von 50 Tagen vegan, ja, möchte ich das mal so mit auf den Weg geben. Das ist wirklich total wichtig und kann man nicht oft genug sagen. So, jetzt kommen wir zu der Lampe. Also dieses Mods-Teil hier, man weiß ja nicht, wenn man so eine Lampe kauft, was sich dahinter verbirgt. Und ja, also das ist schon eine etwas größere Glühlampe und diese Glühlampe soll Vitamin D an, also die Produktion von Vitamin D anregen, weil es dasselbe Spektrum hat wie die Sonne. Wird auch oft zu Reptilien, in so Reptilienzeugs verwendet und so weiter, damit die Tiere dann sozusagen, die in der Wohnung leben, obwohl sie eigentlich draußen leben, ihre Sonne haben. So, und ja, das Prinzip, meine Sonne haben als Reptil, der in einer Wohnung ist, die nicht draußen ist, ja, ist genau der Grund, warum ich das gekauft habe. Drauf gekommen bin ich auch nur durch einen Tipp wieder von euch, also aus dem Forum. Und ja, jetzt habe ich die gekauft und wichtig dazu ist, so eine Keramikfassung zu kaufen. Ich habe beides, was ich gekauft habe, unten nochmal verlinkt. Auf jeden Fall ja, die Keramikfassung, weil das sonst, das Ding hier ist 300 Watt stark und entsprechend ja, wird dann die Fassung wahrscheinlich schmelzen oder irgendwas anderes Böses passieren. Letztlich ist es aber so, dass diese nur 250 ab kann, aber viele, die beiden im Zusammenhang gekauft haben, also vermutlich wird es halten. Ich mach's mal kurz an, damit ihr seht, also das ist jetzt die pure Sonne. Ja. Also ich weiß nicht, wie weit es jetzt die Kamera blendet oder nicht. Auf jeden Fall ein Mods-Teil. Und es strahlt zum einen auch total Wärme ab. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir einbilde, aber meine Haut hat einen leichten Sonnenbrand. Ich bin nicht so farbenstark, was das Sehen angeht. Vielleicht könnt ihr das sehen. Also diese Seite dürfte, weil die Lampe hing gestern auf der Seite. Ja, und ich glaube, ich habe einen leichten Sonnenbrand, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war die Wärmeabstrahlung total angenehm. Das Licht ist total hell, habt ihr gesehen. Ja, ich habe auch eine Tageslichtlampe und die ist auf jeden Fall heller als die Tageslichtlampe. Aber das liegt auch daran, weil die Tageslichtlampe halt ein bisschen größer ist und das alles verteilt, dass sehr konzentriert auf einem Fleck ist. Also ich habe ausgerechnet, eine halbe Stunde pro Tag das Ding anhaben, sollte für eine Vitamin D Produktion, wenn es dasselbe Spektrum ist wie die Sonne, und das ist es, laut Beschreibung, sollte da ausreichen für eine Vitamin D Produktion, und das sind 4 Cent pro Tag, die ich damit sozusagen dann abrechne mit dieser Lampe. Natürlich versuche ich auch draußen so viel wie möglich Sonne zu haschen,
aber ist manchmal nicht möglich. So, also von daher ist jetzt nach B12 auch mein Vitamin D3-Problem gelöst. Und ja, damit fühle ich zwar jetzt keine Überleitung, aber wir gehen trotzdem zur Analyse der Hartz-IV-Challenge, und zwar Tag 22 und heute mit Fotos auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Ja, und da sind wir schon bei Tag 22. Frühs gab's den Green Smoothie. Und zwar, ihr seht da komplett eigentlich alles dabei. Ich habe aber auch noch 400 Gramm Möhrenkraut und 100 Gramm Vogelmiere. Und zwar, ja, natürlich wieder kostenlos. Also ich kaufe die Möhren mit Möhrenkraut, aber ja, das Möhrenkraut kann man im Endeffekt auch kostenlos haben. Ich benutze die Möhren ja auch. Und die Vogelmiere ist im Endeffekt Unkraut. Ich komme jetzt nur dazu, dass ich hier keine Nährstoffe gefunden habe bei Chronometer für Vogelmiere und auch nicht für das Möhrenkraut. Von daher ja, lasse ich das einfach so drin, hat nichts gekostet und hat Nährstoffe, und zwar viele. Aber ich habe die nicht mit in die Nährstoffanalyse mit aufgenommen. Nachmittag gab es die Kartoffelwürsingpfanne, die ist relativ Standard gewesen, bis auf dass ich gestern ein paar Paprika mit angebraten habe, was ich sonst nicht gemacht habe, weil ich diese auch wieder im Angebot gefunden habe. Ich habe sie aber hier nicht mit Angebotspreis abgerechnet, sondern auch wieder mit dem normalen Preis. Und ja, und abends dann eben nochmal die Würsing-Chips, die ich halt nochmal gemacht habe. Diesmal mit einem ja, Rezept, was ein bisschen verändert wurde von den Mengenangaben, sodass es dann halt wirklich auch für mich passend ist. Gesamt habe ich 4,48 Euro ausgegeben, bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Und weil das wirklich ein Tag war, wo ich wirklich richtig satt war, und die Chips abends waren eigentlich nur noch, ja, mussten nicht sein, aber die schmecken einfach so verdammt lecker. Also das Video, ich hatte es euch ja gestern released, und ja, hier ist nochmal der Link, falls ihr euch das nochmal angucken wollt, ist echt die leckersten Chips auf Erden, für mich zumindest. Ja, kommen wir zu Nährwerten. Also, ja, 2500 Kalorien, etwas viel, das liegt aber sicherlich auch abends an den Chips und an den Olivenöl, was da enthalten ist, weil das relativ reichhaltig ist. Vitamine komplett, Mineralstoffe bis aufs Calcium halt komplett und die Proteine auch eben komplett. Was ich dazu sagen muss, und das hatte ich jetzt schon erwähnt bei der Preisanalyse, das Möhrenkraut und die Vogelmiere, das sind 500 Gramm quasi Wildkräuter oder 500 Gramm Grünzeug, das wird nochmal einen ganz schönen Boost geben. Ich weiß aber allerdings nicht, wo das jetzt den Boost gibt. Ob da jetzt zum Beispiel Calcium enthalten ist, was natürlich jetzt hier positiv wäre an dem Tag, oder was da auch immer enthalten ist. Aber das sind 500 Gramm wirklich pure Lebensfreude, die irgendwo sich hier eigentlich wiederfinden müssten, machen sie es aber nicht, weil ich es nicht gefunden habe. Das nochmal zur Information. Ja, von daher alles komplett. Omega 3 zu Omega 6 hatte ich jetzt noch nicht gesagt. Ist ungefähr 1 zu 2 oder 1,25. Und auch das ist wunderbar. Also es war wirklich ein perfekter Tag von vorne bis hinten. Und für einen Preis von 4,48 Euro kann man sich da nicht beschweren. Ja, das war es dann also für heute. Und ja, ich freue mich total mit der Lampe, die Sonne geht jeden Morgen auf, wenn ich will und nicht, weil der Winter das bestimmt. Und ja, mit dem Tag bin ich halt auch komplett zufrieden, Kalzium etwas zu wenig, gut, okay, aber ansonsten war sehr schmackhaft, die Chips entsprechend nochmal gemacht, und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ja, wir sehen uns morgen zu Tag 51, und das nächste Ziel ist jetzt die 100. Macht's gut, tschüssi.